strahlender Sonnenschein und der Maximilianpark gehören zweifellos zusammen. An Fronleichnam kamen Hunderte nach Veries, um sich in den Parkanlagen rund um das Piratenschiff von der Sonne verwöhnen zu lassen. Radio Lippewelle nutzte den freien Tag und veranstaltete das erste Lippewelle Speedgrillen, das den Teilnehmern nicht nur Grillkünste, sondern auch handwerkliches Geschick abverlangte. Wir haben gerade schon hier vom Lippewelle-Team eine Testwurst versucht. Ich sage bewusst versucht, wenn Sie mal einen Blick drauf werfen wollen. Hier sind gerade Jochen und Matze und Kerstin sehr bemüht, die Testwurst vorzubereiten. Wie sieht es denn aus mit den Fortschritten hier? Ja, es wird langsam, muss man ganz klar sagen. Langsam wie jetzt. Also wir tun uns auch einigermaßen schwer. Jochen und ich, wir machen es auch nicht so auf. Was war denn hier die Schwierigkeit? Also die Schwierigkeit war, dass gerade um uns herum 20 verschiedene Grillexperten standen. Und das ist schlimmer als im Fußballstadion, denn im Fußballstadion hat man 20.000 Trainer. Hier sind 20.000, die alle toller und besser grillen können als man selbst. Und wenn man dann hier steht, ich sag's allen Teilnehmern schon jetzt, das ist schwerer als es aussieht. Die Bedingungen hier sind den Wettbewerb entsprechend auch schwieriger als sonst. Also wer zu Hause irgendwie seinen Lieblingsgrill hat und so, der wird feststellen, das ist hier alles ein bisschen anders von der Physik. Die Regeln waren einfach. Zunächst mussten die 7 antretenden Zweierteams einen Dreibeiner zusammenbauen, danach dann die Grillkohle unter Einsatz unterschiedlichster Techniken zum Glühen bringen, um letztendlich eine Wettkampfwurst gold und knackig zu brutzeln. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber es sieht nicht aus wie ein Speedgrillen. Alex, was ist los, mein Freund? Die Puste schon ausgegangen oder was ist hier? Im Marschtempo, und das ist aber ganz gemächlich, kommen sie hier hoch mit der Wurst. Ich glaube, ihr beiden setzt darauf, dass sie optisch nicht und geschmacklich nicht zu toppen ist, oder? Richtig, natürlich. Es geht nur um den Geschmack. Da haben wir gesagt, die müssten rein theoretisch alle gleich schmecken. Kann ich Ihnen versichern, tun sie nicht. Und da ist nämlich jetzt genau der Unterschied zu merken, welche Wurst zu früh draufgelegt wurde, Matze, und welche genau im richtigen Moment drauf war. Also es gibt Würstchen, die schmecken dann echt verrußt, ne? Und Conny darf jetzt den Sieger küren, die Dame hier in der Jury, bitteschön. And the winner is, ich sag's erstmal noch nicht, ich sag erstmal nur, dass sie unheimlich schnell waren. Und obwohl es dann Strafpunkte beim Aussehen gab, weil die Wurst ein ganz bisschen zu hell war, haben sie dann trotzdem gewonnen, denn es gab beim Geschmack keine Strafpunkte. Das Team 2, Stellan und Timo, haben gewonnen beim Speedgrill. Herzlichen Glückwunsch an Stellan und Timo. Mit Abstand auch die schönste Mütze auf dem Kopf, Stellan. Und die Sieger des ersten Lippewelle Speedgrills. Herzlichen Glückwunsch und wir müssen doch noch mal sagen, was ihr jetzt gewonnen habt, damit ihr euch auch so richtig freut. Kommt mal zu uns hoch hier auf die Bühne. Bahnt euch den Weg nach oben, hier vorne ist die Treppe. Ihr bekommt eine Grillparty, all inclusive, für 10 Personen. Mit Fleisch, mit Würstchen, mit Salaten, mit Getränken und mit eurem persönlichen Grillmeister von der Fleischerei Rotzoll. Der wird euch den ganzen Abend verwöhnen, weil ihr ja heute schon so geschwitzt habt. Ein Riesenapplaus bitte noch mal für Stellan und Timo, unsere Sieger beim ersten Lippewelle Speedgrillen. Ihr drei, ihr habt ja die schwerste Aufgabe heute überhaupt. Jens, wer hat denn gute Chancen? Kannst du das schon sagen? Ja, also jetzt hört uns ja gerade keiner. Jetzt kann ich es natürlich sagen. Die Top-Favoriten sind nicht Erster geworden. Die Jungs von der Bahn, die hatten geschmacklich die beste Wurst. Definitiv, da waren wir uns alle drei einig. Aber die haben sich zu viel Zeit gelassen. Und die, die am schnellsten waren, haben am Ende auch gewonnen. Also Timo und Stellan, die sind hier losgelaufen wie die wilde Wutz. Und die waren noch die Jüngsten, das muss man fairerweise sagen. Da hatten sie am meisten Power noch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, Conny, oder? Das könnte schon sein, ne? Ich denke ja, die waren ja so schnell, dass sie die ersten sofort überholt hatten und das hat natürlich jede Menge Minuten gebracht. Selbst die Strafminuten, die wir dann bei manchen Sachen verteilen mussten, haben dann nicht mehr ausgereicht, die haben es dann geschafft.